Und einmal zu einer weiteren Folge der VfB News und auch zu einer richtigen News-Folge und nicht zu einer Folge, die Testspiele zusammenfasst. Das hat sich allerdings angesammelt in der Zeit, wo ich weg war in Schweden. Und ich weiß nicht, ob man den Unterschied großartig hört, aber ich nehme gerade mit einer Handy-Mikrofon-Recorder-App auf, weil mein Mikro gerade spinnt. Irgendwie klingt das total bescheuert, mit viel Hall, mit tunnelmäßig. Das geht gerade überhaupt nicht fit, deswegen nehme ich jetzt mit dem Handy auf. Und ja, wir fangen mal an mit Hans Nuno Sarpay, dessen Laie nach Venlo ist geplatzt. Hat er schon vorgespielt gehabt. Alle waren sich einig, Venlo hatte Bock auf ihn, geht aber nicht. Hat er ja schon bereits Hobe gespielt, aber ist nicht gelungen, weil er einfach keine Arbeitserlaubnis bekommen hat, um dort zu spielen. Jerome Onguene, bin ich mir nicht ganz sicher, was das für ein Gerücht war. Ich weiß nur, dass ich da mal ein Bild gesehen hatte, dass er irgendwie in keinem Kader war für ein Trainingslager oder sowas. Und bei dem wird es wahrscheinlich, oder vielleicht, wenn noch ein bisschen was kommt auf Innenverteidigerposition, wo ich später drauf zu sprechen komme, da wird es wahrscheinlich eine Laie werden, wenn es was überhaupt wird, verkauft oder nicht, wahrscheinlich Laie, irgendwie nach Frankreich zurück für ein Jahr oder sowas, weil er einfach noch nicht ganz ins Team reingereift ist und der ist schon noch jung, ist ja glaube 19 jetzt. Und da wird es wahrscheinlich eine Laie werden, wenn es überhaupt irgendein Transfer wird. Der Transfer von Reyes wird nichts. Da haben sie die 10 Millionen abgelehnt, Porto. Das ist im VfB wahrscheinlich auch zu viel. Und jetzt, wo Bartschubert da ist, auf den wir später auch zu sprechen kommen, braucht sie ihn auch nicht mehr. Und also Reyes, möchte sich einfach bei seinem neuen Trainer in Porto anbieten und sich dort durchsetzen. Und ja, ist ja legitim. Hader Jonay, das Gerücht gibt es auch schon länger. Er und Tisserand wurden freigestellt von Ingolstadt, um eben sich über ihre Karriere im Klaren zu werden, entweder eben um verkauft zu werden oder um dann später vielleicht sogar in die U21 abgeschoben zu werden. Also da gibt es gerade wieder ein bisschen Beef sozusagen. Ich bin mir nicht sicher, ob Hader Jonay jetzt wirklich die perfekte Option wäre für ca. 5 Millionen. Die perfekte Lösung für einen Rechtsverteidiger wäre bei uns. Er drängt stark auf den Wechsel, weiß jetzt aber nicht, ob ich den jetzt haben wollte bei uns. Mathilde Pierre war eine Zeit lang mit dabei als Dolmetscher, als so eine Zeitlösung sozusagen, wird aber keine Dauerlösung, weil er will lieber sein Studium fortsetzen. Ja, also haben wir keinen neben Hitzesberger und anderen Konsorten, keinen weiteren Mann in unseren Reihen, der früher schon mal im VfB gespielt hat. Der Premium-Partner Kercher hat um 3 weitere Spielzeiten seinen Vertrag bis 2020 verlängert. Ist ja auch schon seit 12 Jahren Sponsor, gibt ja auch schon die Kercher-Tribüne und die Kercher Field Lounge, also diese Business-Lounge da. Und ja, einfach mal ein ganz normaler, folgerichtiger Schritt. Der neue Dolmetscher ist Valentin Brie oder Brix, keine Ahnung, ich mache zwar Französisch, aber bin ein bisschen scheiße. Der kommt von dem vom Stuttgarter Amateurfußball, weil sie direkt auch vom VfB kommt. Er übersetzt jetzt sozusagen für die französische Fraktion, die wir haben, also Benjamin Pavard, Aurel Mangala, Chachak Akolo und Jerome Onguene. Wie gesagt, ich gebe für keinen einzigen Namen, den ich hier ausspreche, irgendwie eine Garantie, dass ich ihn richtig ausspreche. Hannes Wolf verlängert bis 2019. Ist schon mal gut für die Kontinuität auf der Trainerposition. Ist auch für mich ein guter Schritt. Weiter in die Richtung, ja, wir etablieren uns jetzt ein bisschen, wir machen mal ein bisschen weiter. Und Wolf ist jetzt erstmal seit Labbadia, das muss ich immer geben, seit Labbadia der erste Trainer, der länger als eine Saison da ist. Also, der eine Saison überlebt hat und dann immer noch Trainer war. Also, wir hatten ja Gramnis, wir hatten Zornikos, wir hatten Lukas. Wir hatten alles. Dann wurde aus dem Nichts heraus Jan Schindelmeiser entlassen. Der Präsident Wolfgang Niedrig hat dazu gesagt, wir waren nicht mehr davon überzeugt, dass die Umsetzung unserer Ziele und der getroffenen Absprachen in der bisherigen Personalkonstellation zu erreichen sind. Also, da kann es sich auch wieder unsicher sein, ob der Herr Schindelmeiser einfach ein schwerer Charakter ist und verrückte Ziele gesetzt hat. Das ist ja auch in Hoffenheim damals schon rausgeflogen. Weiß nicht mehr aus welchem Grund, aber das scheint schon einen schweren Charakter zu haben. Oder ob es halt einfach wieder die falsche Zielsetzung vom VfB ist, dass zum Beispiel hieß, Schindelmeister sagt, ja, erstmal Mittelfeldplatz, erstmal da bleiben. Und dort Niedrich möchte hoch hinaus, Top 3, Europa, tralala. Weiß nicht genau den Grund, Schindelmeister meinte, viele von ihnen sind jetzt sicherlich überrascht von der aktuellen Entwicklung, ich bin's auch. Und ja, dass der einfach mal weg war, war schon komisch. Aber innerhalb von 24 Stunden wurde direkt der Kaderplaner der Bayern der Herr Reschke geholt, der nun Schindelmeister ersetzen darf. Der hat einen 3-Jahres-Vertrag bekommen. In der Quelle, die ich gelesen habe, stand dran Ende August, aber der hat jetzt schon sozusagen mit dem Mannschaftsbus gegen Cottbus und hat jetzt schon sein Amt angetreten, Anfang August, nicht Ende August.
Und auf seine ersten Transfers oder eben seine ersten Gerüchte komme ich gleich zu sprechen. Was noch während dem Schindelmeister, glaube ich, passiert ist, ist, dass Dylan Esmail zum Kaiserslautern wechselt. Anscheinend ein großes Talent vom VfB, noch nie was von gehört, ist aber auch aus der U19, also da kenne ich mich nicht aus. Kam aber bei der U19 zum Einsatz und ist jetzt auch bei Kaiserslautern in der U23 eingeplant. Keine Ahnung, ob der jetzt irgendwie, weiß auch nichts über Ablösen oder sonst was. Weiß nicht, ob das jetzt ein herber Verlust ist oder nicht, da kenne ich mich nicht aus. Holger Badstuber ist nicht mehr vereinslos und bekommt einen Einjahresvertrag. Ist so ein kleines Experiment, würde ich jetzt mal behaupten. Weil man ja bei Badstuber nicht mehr ganz sicher sein kann, ob er an seine alten Leistungen bei Bayern anknüpfen kann oder eben nicht. Das ist ja eine ganze Verletzung, wo er ziemlich zurückgeworfen, aber an sich ist es kein schlechter Verteidiger. Auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, klar, aber ein guter, erfahrener Verteidiger neben Baumgartl finde ich eigentlich einen guten Schritt. Man kann noch nicht wirklich ein großes Risiko eingehen mit dem Transfer, weil einfach keine Ablöse gezahlt wurde und man dann nichts riskiert, außer das Gehalt sozusagen. Dass Geld ausgegeben wird, wird aber noch passieren, denn jetzt gibt es anscheinend 15 Millionen Transferbudget für einen neuen Rechtsverteidiger und einen defensiven Mittelfeldspieler für Hitzesberger, Kienle, Karst und Reschke, um das Geld auszugeben. Und eine Art Abschiebeliste gibt es anscheinend auch noch, also Leute, von denen man sich gut trennen könnte. Wäre ein Sean Sim, auf den ich später zu sprechen komme, Hans Nuno Sapai, auf den ich schon zu sprechen gekommen bin, aber auch später nochmal zu sprechen kommen werde. Und Tobias Werner, bei dem ich aber glaube, dass es da jetzt keine große Veränderung geben wird, weil ich glaube, kein Verein irgendwie Interesse an ihm hat. Oder zumindest bisher kam kein Interesse an ihm auf und den kann man als erfahrenen Mann auch gut behalten. Ein Gerücht gibt es auch noch um den Rechtsverteidiger Gavin Jones vom FC Everton. Echo 24 sagt dem VfB Interesse an dem Waliser nach. Der kommt eben aufgrund vom heftigen Everton-Kader in der Premier League nur in der zweiten Mannschaft zum Zug. Wurde auch letzte Saison schon ausgeliehen nach Barnsley in die zweite englische Liga. Aber ich glaube, da habe ich nur ein, zwei Quellen dazu gelesen. Also ich glaube, aus dem Gerücht wird nicht arg viel. Der erste richtige Reschke-Transfer ist Dennis Aogo, der ist auch nicht mehr vereinslos, haben wir auch sozusagen von Schalke abgewimmelt, aber ja, von Schalke ja nicht direkt. Der Bart Stuber, der war ja in München ohne Vertrag. Der bekommt einen Zweijahresvertrag und kann ja linker Verteidiger und zentrales defensives Mittelfeld spielen und wird deswegen wahrscheinlich auch einen Insua ersetzen, auf was ich später zu sprechen komme, was sehr schade ist. Ist auch wieder so ein relativ risikofreier Transfer, weil eben auch wieder keine Ablöse fällig ist. War ja auch sogar mal, glaube wahrscheinlich ein paar Spielchen mal Nationalspieler. Hat gute Erfahrungen, ist auch, glaube 30. Badstuber ist auch 30. Ich sag immer Baumgartl statt Badstuber, das ist der Wahnsinn. Zimmer geht per Laie für ein Jahr nach Düsseldorf. Unser kleiner Flop sozusagen, weil der kam bei uns nie wirklich zum Zug. Leihgebühr ist, glaube ich, nicht fällig. Der hat auch heute schon im Pokal, also ich nehme das hier gerade um 23.58 Uhr am Samstag auf. Der, ja, ich bin so ein bisschen nachtaktiv. Der hat heute schon im Pokal gespielt gegen Bielefeld und anscheinend auch überzeugt. Sind dabei gekommen, glaube ich. 3-1 in der Verlängerung war es, glaube ich. Ich finde es eigentlich eine perfekte Lösung für alle. Düsseldorf bekommt einen Top-Rechtsverteidiger für sie, den sie langfristig nicht finanzieren könnten. Und Zimmer selbst muss beim VfB nicht mehr auf der Tribüne auf der Bank rumhocken und kann sich wieder zeigen. Wenn er dann auch von der Leihe wiederkommt, kann sich dann wahrscheinlich wieder, kommen wahrscheinlich wieder mehr Gerüchte dann, ob er nochmal verliehen wird, ob er dann geht oder ob er vom VfB nochmal eine Chance bekommt. So, jetzt haben wir es. Nun komme ich auch zu Emiliano Insua zu sprechen. Seine eher harmlos eingeschätzte Verletzung zuerst zieht sich jetzt wohl doch über mehr als 10 Wochen, was ich sehr schade finde. Insua ist mit einer der wichtigsten, mit einer der besten, den wir haben im Kader. Links hinten einfach unersetzbar. Das muss es dann Aogo wohl versuchen, weil unser Santos, den Linksverteidiger, den Brasilianer, den wir geholt haben, ist anscheinend noch nicht ganz erstligareif. Ich habe die Testspiele nicht so krass verfolgt, aber anscheinend hat er da nicht so übermenschlich überzeugt. Man hat ihm schon angemerkt, dass er noch ein bisschen da reinkommen muss in den Rhythmus. Und seine genaue Verletzung ist eine Risswunde über dem Knie. Ja, ist auf jeden Fall verdammt bitter. Anto Grgic wird auf jeden Fall bleiben oder wahrscheinlich bleiben. Weil er sich beim VfB durchsetzen will und nicht verliehen werden will. Und das ist ja auch, finde ich auch gut so. Er ist kein schlechter Mann, er ist ein guter Backup, hat in der Liga schon ein paar gute Einsätze gebracht. War dann lang verletzt, glaube ich. Das war, glaube ich, Grgic, der lang verletzt war nach dem 1860-Spiel dann. Überlegt war eine Laie zurück in die Schweiz, aber nicht zu Zürich, wo er herkam, sondern zum FC Basel. Allgemein wird er wahrscheinlich nur maximal verliehen werden, wenn irgendwas mit dem transfertechnisch passiert. Verkaufen wird man den wahrscheinlich nicht.
Wieder eine Quelle von Echo24, wo ich nicht glaube, dass da viel hintersteckt. Die sagen im VfB Interesse am Liverpool-Flügeltalent Ryan Kent nach. Und da hüpft der VfB mit ins Rennen rein mit Hannover 96 und so weiter, mit ein paar Bundesliga-Clubs. Dementsprechend wieder eine Laie. Und ich wüsste jetzt nicht, was man mit diesem Herrn Kent anfangen soll. Flügelspieler haben wir jetzt langsam genug. Wir brauchen hinten rechts und zentral im Mittelfeld noch was, aber da tut sich ja gerade was. Zentrales Mittelfeld haben wir jetzt da Ogo. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon das Endgültige war. Ich denke mal nicht, das wird wahrscheinlich hauptsächlich in Sua Ersatz sein. Aber das sollten wir auf jeden Fall erstmal Priorität auf die zwei Positionen setzen und nicht wieder auf irgendeinen Flügel. Und kaum ist er da, schon wird der Herr Reschke für das, was er tut, kritisiert. Genauer gesagt für die Aogo-Verpflichtung. Da es im Netz die Meinung aufkommt, dass er eben sozusagen nicht die Wunschliste vom Herrn Schindelmeiser übernommen hat, sondern eben wieder den Weg von zum Beispiel einem Bobic einschlägt, was vielen sauer aufstößt. Zum Beispiel hat einer geschrieben, kaum ist Schindelmeiser weg, erkenne ich den alten VfB anhand seiner Transfers wieder. Möge Gott unseren Seelen gnädig sein. Ich finde, es ist jetzt ein bisschen übertrieben, denn die zwei Transfers, wie gesagt, kann man nicht viel falsch machen. Das sind ablösefreie Transfers für ein Jahr und für zwei Jahre. Und das Transferfenster ist noch lange nicht geschlossen. Also ich würde da jetzt erstmal Ruhe bewahren. Und nun zum letzten Transfergericht für diese Folge. Außer es kommt noch später was dazu. Denke ich jetzt aber nicht mal, dass um 0 Uhr noch irgendwelche Gerüchte dazukommen. Also Hans Nuno Sarpal wird wahrscheinlich diese Saison schon noch irgendwo per Laie hinwechseln. Jetzt ist der erste FC Kaiserslautern wieder im Gespräch. Die haben ja schon uns S-Mail abgezogen. Und bei denen soll er schon vorgespielt haben, glaube ich. Sinn ergeben wird es alle Fälle, da in der ersten Mannschaft erstmal nichts hinzukommt, nie im Leben. Der hat, glaube ich, das Jahr letzte Saison im Pokalspiel in Gladbach mal kurz gespielt, aber sonst kam er nie zum Zug. Und für unsere Nachwuchsmannschaft hat er irgendwie anscheinend keine Spielberechtigung, weil Lautern würde bestimmt auf Zeiten kommen. Lautern hat gesagt, er würde uns auf jeden Fall verstärken, würde uns freuen. Ja, kann er gerne machen, gucken, wie sich das Transfergerücht weiter entwickelt. Und daher bedanke ich mich fürs Zuschauen oder besser gesagt fürs Zuhören bei diesen VfB-News-Folgen. Ihr könnt mir gerne Verbesserungsvorschläge hinterlassen, wie euch das gefällt mit dem Layout, mit diesem News-Banner und so weiter, mit den Grafiken und so weiter, was ihr euch wünschen würdet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. I am lost.